So, und willkommen zurück zum weiteren, zum nächsten Part. Ich weiß nicht, welcher Part das ist. Part 5, glaube ich, kann sein, zu Walking Dead Episode 4. Wir sind in Kanalisation gefallen und wir suchen jetzt einen Weg, wieder rauszukommen. Das kann ich nicht aufmachen. Was soll ich auch da unten? Da geht's ja noch tiefer runter. Ah, sieht schön aus, ne? Diese unterirdischen Tunnel, die haben. Hab ich auch Schwein gehabt, dass hier so viel Platz ist. Oh, das rutscht bestimmt. Hm? Gleich rutschig. Ich hoffe Zombies. Ah! Oh. Ich wusste, dass ich ausrutsche, trotzdem erschrecke ich mich deswegen. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Ja, ich nehme mal die Ratte mit. Okay, dann halt nicht. Da fehlt ein Rad. Und wo kommen die Zombie-Geräusche her? Von da unten? Oh mein Gott. Ich gehe nochmal wieder. Und da brauche ich bestimmt das Rad, um das dann... Okay, dann brauche ich vielleicht doch nochmal ein paar Ratten. Weil mit den Ratten könnte ich sie vielleicht weglocken. Zumindest würde ich das so machen einfach. Ja, anscheinend kann ich sie nicht mehr mitnehmen. Aber ich habe ja jetzt diese wunderschöne Bergsteiger-Axt-Hammer-Dingsbums. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Could be the way out. There's no way I can take on all those things by myself. Ich wette mit euch, dass das so einen Krach macht. Lass mal angucken. Looks like some kind of drainage pipe. Okay, ich drehe mal nach links. Geht nicht. Dreh ich mal nach rechts. Oh oh. Kommt da jetzt auch ein Ratten an? Ein Zombie. Ja, weiter. Oh oh. Shit. Kann ich hier hinten lang laufen? Ich sehe nichts. Okay, das ist das Ding, was hier. Dafür haben wir Spezialwerkzeug. Okay, so viel dazu. Jetzt, ich weiß noch nicht genau, was es dann bringt, wenn ich jetzt hier Wasser anmache, aber wir werden es sehen. Einmal nach rechts drehen. Oh, oh. Ach so, okay, ist gar nicht so schlimm. Vielleicht doch schlimm. Ah. Okay, dann renne ich jetzt mal ganz schnell da zurück. Los, geh rein da. Danke. Da ist Wasser, da müssen wir hinlaufen. Das macht Krach. Kommt jetzt bestimmt noch ein letzter Nachzügler? Nein? Na, da hinten ist noch die letzte. Die kann ich töten. Och nein, Chuck. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. No bullets. He must have saved the last one for himself. Wenigstens,
Wenigstens wurde er nicht gefressen und konnte sich noch selbst erschießen. Ganz langsam. Ach, Mann, ey. Not good. Oh, damn it. Gut. Und wir waren sogar leise genug, die haben es nicht mitbekommen. Luschen. Gut, was machen wir jetzt? Da geht's lang. Looks like somebody saw the damn thing off. Okay, nehmen wir mal mit. Nehmen wir es halt nicht mit. Those bars are way too solid. Geht's hier irgendwo lang? Da ist eine Tür. Ah, okay. Locked. Fucking perfect. Shit, it broke off. Oh. Nicht dein Ernst. I already tried that. It ain't gonna budge. Okay, it's just a sign. Oh mein Gott! Damn, I can't reach it. Ich mach das einfach wie das Mädel. Hier, hochspringen und mich festhaken. Und? Ah! Oh Mann, du... What the hell? Oh, da ist ein Loch. Mhm. Ja, mach noch mehr Krach. Tja, es war die einzige Möglichkeit. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Da sind Zombies hinter mir. Vor mir geht's nicht weiter, also muss ich wohl durchs Loch. Oh, hä? What the hell? Ah, ein Schutzbunker. Those old nuclear fallout shelters. Mit einem Haufen Fressi. Nom, nom, nom. So, was haben wir denn hier? Erstmal das Bett anschauen. Wonder if someone's living down here. Vielleicht schläft ja hier das Mädel. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Was das ist für Monate das Essen? Ein bisschen wenig, aber. Oh! What the fuck? Scheiße! Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. Came here with a small group hoping to find a boat. Just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Yeah, I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Why not? More mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford. But I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them. And I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. Nicht schießen. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Jetzt stellt sie sich davor. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford.
They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. So bei solchen Leuten muss man immer die Wahrheit erzählen. Oh, das ging aber schnell. Wir sind halt gut. Clementine? Clem? Da gibt's nichts zu essen. Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Nein, hab ich nicht. Ach, verdammt. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Wieso hat er so lange gezögert? Vielleicht ist er gar kein Doktor und die verarschen uns nur. Ja, man wird so misstrauisch in solcher Zombie-Apokalypse. Omid, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Clementine. Clementine? Boah, hier oben ist ja richtig groß. Wow. Hier mal erstmal das große Glas. Tür, Fenster, würde ich schon sagen. Clementine, you in here? Where is she? Hat sie bestimmt da drin versteckt. Clementine? Der sucht wirklich da. Schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Oh, schön, kann man rausgucken. Clem, you in here? Ich glaube nicht. Clem's drawings. But where is she? Mein Gott, das ist total traurig, was sie da gezeichnet hat. Do
don't see her anywhere out there. No walkers either, though. Hm, was geht hier ab? Okay, was hier abgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann!